Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe seit Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht es sich ums langfristige Investieren in Aktien, um steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Das kann man möglicherweise auch mit der Henkel-Aktie tun. Also wir beschäftigen uns jetzt also mit der Henkel-Aktie, beziehungsweise in diesem Video mit den Henkel-Aktien. Es gibt daran nämlich zwei. Es gibt die Stammaktie und die Vorzugsaktie. Sie sind jetzt beide im Aktienfinder drinnen. Zunächst aber noch kurz zu Henkel an sich. Der Henkel-Konzern ist relativ bekannt durch die Marken, die er hat. Er führt drei Segmente: Pflege, Waschmittel und etwas salopp gesagt noch Kleber. Kleber fließt auch in die Industrieproduktion, ist etwas konjunkturabhängiger als Pflege- und Waschmittelbereich. Die Marken, jeder kennt wahrscheinlich ein Dutzend Marken von Henkel oder mehr. Auch wenn er vielleicht nicht weiß, mir geht es jedenfalls häufig so, von wem dann eigentlich, von welchem Konzern diese Marken eigentlich sind. Also der Weiße Riese, Persil im Waschmittelbereich, die Schwarzkopfpflegereihe für Haare vielleicht, im Pflegebereich von Henkel. Ich möchte jetzt nicht allzu viele Worte zu dem Konzern an sich verlieren. Wer sich noch interessiert, da ein bisschen tiefer eintauchen möchte, den empfehle ich einen Artikel, einen frei zugänglichen Artikel auf alleaktien.de. Von Jonathan Neuschler und da wird es relativ in einfachen Worten kompakt beschrieben. Dann wieder zurück zum Aktienfinder. Die erste Frage, wenn man sich für die Henkel-Aktie interessiert, ist meistens ja, welche soll ich denn jetzt kaufen, die Stammaktie oder die Vorzugsaktie? Das heißt, da muss man erstmal rauskriegen, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Dann kann man entweder einen Hilfepost auf Facebook absetzen oder man geht in die Investor Relations von Henkel rein. Und das habe ich jetzt hier mal gemacht. Und dann sieht man hier, gibt es eine FAQ, Frequently Asked Question. Was ist der Unterschied zwischen Stamm- und Vorzugsaktie? Und das ist auch fast der Klassiker. Die Stammaktie, die hat Stimmrechte, die der Vorzugsaktie fehlen. Dafür steht die Vorzugsaktie bei Dividenden besser da. Wie sieht es aus in der Praxis? In der Praxis bekommt die Vorzugsaktie 2 Cent mehr ausgeschüttet als die Stammaktie. Das läuft schon seit einigen Jahren so, also schon sehr, sehr lang sogar. Ja, seit dem Jahr 2000 mindestens, weiter geht es hier nicht. Und da war der Unterschied prozentual noch etwas größer. Also da haben 2 Cent noch mehr ausgemacht in Prozent als natürlich jetzt hier oben. Das heißt, der wirkliche Unterschied zwischen den Dividenden hier mit den 2 Cent, der wird eigentlich immer kleiner. Gehen wir zurück in den Aktienfinder. Und gucken uns mal ein paar Kennzahlen an. Da kriegt man ein gutes Gefühl, mit was man es da eigentlich zu tun hat. Hier sehen wir den Dividendenbetrag, der um 2 Cent höher ausfällt bei der Vorzugsaktie. Interessant bei der Dividendenrendite. Obwohl die absolute Dividende höher ist, ist die Dividendenrendite niedriger. Woran liegt es? Es liegt am Kurs. Der Kurs der Vorzugsaktie ist nämlich um einiges höher als der der Stammaktie. Deshalb wird dann in der Praxis auch oft die Stammaktie bevorzugt. Wir haben viele Kennzahlen, die gleich sind, dann aber bei der Dividende unterscheidet sich natürlich auch die Ausschüttungsquote. Auch interessant hier mit der Statistik, Dividende nicht gesenkt seit 24 Jahren, aber die Dividendensteigerung erst seit 8 Jahren. Das ist ein typisch deutsches Phänomen, dass die Unternehmen die Steigerung der Dividende abhängig machen von dem fundamentalen Verlauf des Gewinns bzw. des Free Cashflows, je nachdem, und dass man dann die Dividendensteigerung beispielsweise an der Ausschüttungsquote festmacht und wenn es mal nicht so gut läuft, dann hält man die Dividende einfach konstant, wie bei SAP beispielsweise auch. Und das sehen wir hier eben, 53 Cent Dividende hatten wir in 2010, in 2009, sogar in 2008 hatten wir das gehabt, da blieb die Dividende hier also konstant, obwohl mehr hätte ausgeschüttet werden können. Ja, in den USA oder aus den USA kenne ich sowas nicht. Da wird dann einfach weiter erhöht. Ist wohl auch der Grund, weshalb es in den USA viele Dividendenaristokraten gibt und bei uns halt entsprechend wenig. Ob das jetzt negativ ist oder nicht, kann jeder für sich selbst beurteilen. Was die Stabilität der Dividende angeht, macht eine konstante Dividende kaum einen Abbruch. Ist sehr hoch, maximale Wert ist bei 1. Hier ist der Wert bei 0,93. Auch die Steigerungsraten können sich sehen lassen. Mit 10% im Schnitt, im jährlichen Mittel auf die letzten 5 Jahre bezogen,
auch wenn es mal auf die 10 Jahre bezogen das jährliche Mittel ja noch deutlich höher war, um 50% knapp. Dann haben wir noch andere Kennzahlen bezüglich der Gewinnentwicklung beziehungsweise des Wachstums von Gewinn, Cashflow, Umsatz. Auch hier sehr stabile Werte. Bezüglich Gewinn sogar relativ hohe Steigerungsraten. Gewinn pro Aktie beim Cashflow ist schon etwas niedriger. Beim Umsatz nochmal niedriger, was aber auch nicht verwundern soll. Das ist für Konsumgüterhersteller, und das ist ja Henkel im weitesten Sinne, sind 5% eigentlich schon recht ordentlich Wachstum pro Jahr. Interessant dann hier, wir haben ja im Aktienfinder unterschiedliche Methoden, wie der faire Wert berechnet werden kann. 4 Methoden haben wir, 3 davon kommen auf eine Unterbewertung für beide Aktien. Nur eine Methode auf eine leichte Überbewertung, das werden wir uns noch genauer anschauen. Und dann hier sehen wir die langfristige Entwicklung. Wir sehen, dass auf 15 Jahre, also auf einen recht langen Zeitraum, beide Aktien gleich performt haben. Aber wenn wir uns dann auf das letzte Jahr anschauen, da sehen wir erstmal, dass Henkel einen schlechten Lauf hatte, auf das letzte Jahr bezogen. Allerdings hat sich die Stammaktie etwas besser geschlagen als die Vorzugsaktie, die ungefähr ein Viertel an Wert verloren hat. Dann gucken wir uns mal hier das Ganze mal ein bisschen näher an. Der momentan die Vorzugsaktie, wir wählen jetzt nochmal die Stammaktie aus. Und was uns jetzt interessiert in erster Linie, das ist jetzt die Bewertung. Und da sehen wir dann hier die aktuelle Dividendenrendite, liegt bei 2,25%. Das mag einen jetzt noch nicht begeistern, allerdings, wenn man sieht, dass in den Jahren zuvor die Dividendenrendite im Schnitt bei 1,5% lag, ist das schon deutlich mehr, 3/4%. Also eigentlich 50% mehr, als man es in den letzten Jahren eigentlich bekommen hat. Hat natürlich damit zu tun, dass der Aktienkurs gelitten hat. Von 104 Euro ist er zugekommen auf aktuell 78,80. Also hat ein Viertel verloren vom Kurs, die Aktie. Da muss man natürlich fragen, woran liegt es? Und da kann man dann auch einen Facebook-Post abschießen oder man guckt sich einfach hier im Investor Relations den Ausblick 2019 an, der vor kurzem gemeldet wurde, vor ein paar Tagen. Und was man dann liest, also der Ausblick ist ja immer das Entscheidende. An der Börse wird ja, so heißt ja der schöne Spruch, die Zukunft gehandelt. Und Ausblick ist ja Synonym für Zukunft. Also hier, das hier ist relevant. Und ich denke, was dem Markt nicht gefallen hat, das wäre dann hier, Henkel erwartet ein Wachstum des bereinigten Ergebnisses, hier Vorzugsaktie, Stammaktie wird das gleiche sein, im mittleren einstelligen Prozentbereich, klingt erstmal gut, Problem ist nur, es geht weiter unter Vorjahresniveau. Und ja, das kam wohl nicht gut an und dann hat die Aktie halt nochmal etwas verloren in einem sowieso schon schweren Aktienmarktumfeld. Nun ist der Kurs also gelandet bei 78,80 und wir haben dann, wie es oben schon zu sehen war, im Screener mehrere faire Werte, die über diesen 78,80 sind und nur der faire Wert basiert auf dem operativen Cashflow ist niedriger. Wenn wir aber schon auf die Schätzung für das laufende Geschäftsjahr gehen und nicht mehr auf die letzten 4 Quartale, dann sehen wir, dass auch der operative Cashflow bereits über dem aktuellen Kurs liegt. Die Dividende liegt sowieso immer relativ stark drüber, was damit zu tun hat, dass die aktuelle Dividendenrendite bzw. die erwartete Dividendenrendite für den 31.12.2018, also basierend auf den fundamentalen Daten vom 31.12.2018, deutlich über dem Durchschnitt, dem historischen Durchschnitt liegt, wo es da 1,73% gegeben hat. Auch der operative Cashflow ist dann drüber und je weiter wir in die Zukunft gehen, da geht man dann von wieder steigenden Gewinnen aus und dann steigt auch der faire Wert der Aktie an. Das heißt dann, die Unterbewertung würde dann noch stärker sich ausprägen. Hätten wir dann hier irgendwo einen fairen Wert zwischen 92 und 102 Euro und Dividende nochmal ein bisschen höher. Das heißt also jetzt zusammengefasst, wir haben anhand der Kennzahl relativ schnell erkennen können, dass es sich hier um ein gutes Unternehmen handelt. Die letzte oder die alles entscheidende Frage, soll man die Henkel-Aktie kaufen? Und da würde ich sagen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, entsprechend seiner Strategie. Mir persönlich wäre die Henkel-Aktie wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen.
kann man aber vorstellen, dass es für einen Land durchaus interessant ist, vor allem basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Oder ich sag mal so, wenn man sie jetzt kauft, ist es besser, als wenn man sie da oben gekauft hätte. So, dann war das jetzt mal meine Kurzvorstellung zu Henkel und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.